Betonage besteht im Ganzen aus zwei großen Abschnitten. Zum einen wird der Trog, das heißt die Bodenplatte und die Wände, betoniert. Und im zweiten Abschnitt wird die Fahrbahnplatte hergestellt. Und somit schaffen wir die Grundlage für die spätere Fahrbahn der Talbrücke Eisern. Die Herausforderungen bei der Betonage sind, dass ca. 20 Mitarbeiter koordiniert werden müssen und alle Handgriffe sitzen müssen. Bei der Betonage werden ca. 400 Kubikmeter Beton eingebaut. Die gesamte Betonage dauert ca. 10 Stunden und ist somit auch für die Facharbeiter eine große Herausforderung. Der Verschub des ersten Taktes ist sehr langwierig und nimmt ca. 5 Werktage in Anspruch. Da wir uns erst am Anfang der Brücke befinden und sowohl das erste wie auch das letzte Feld der Brücke konstruktionsbedingt kürzer gewählt sind, müssen wir das Vorschubgerüst stückchenweise nach vorne schieben und die Einzelteile nach und nach anbauen. Wenn der Beton ausgehärtet ist, werden die Spannglieder gespannt und das Vorschubgerüst kann verfahren werden. Beim Verfahren des Vorschubgerüsts wird die Schalung zur Seite gefahren. Die Mittelschalung wird nach unten geklappt, damit sie an den Pfeilern vorbeifahren kann. Und dann wird das Vorschubgerüst zum Takt 2 gefahren. Insgesamt haben wir 7 Takte, die wir herstellen. Somit wird das Vorschubgerüst noch 5-mal nach vorne geschoben. Dieser Vorgang wird dann später jeweils nur einen Werktag in Anspruch nehmen. Für das Jahr 2023 ist noch die Fertigstellung des zweiten Überbaus geplant und der Verschub des Vorschubgerüstes in den dritten Takt. Im dritten Takt werden noch die vorbereitenden Arbeiten begonnen, bevor dann alle Mitarbeiter in die wohlverdiente Weihnachtspause gehen und wir gut erholt im Jahr 2024 starten können.